Jedermann, oder sagen wir fast jeder, hat Angst vor etwas. Sei es die Angst vor dem Tod, Angst vor Einsamkeit, Angst, nicht geliebt zu werden, Angst, nicht berühmt und nicht erfolgreich zu werden, und auch Angst, keine physische Sicherheit zu haben, und die Angst, keine psychologische Sicherheit zu haben. Es gibt so viele unterschiedliche Formen der Angst. Um sich mit diesem Problem in seiner Tiefe zu befassen, müssen wir fragen, ob der Geist, der das Gehirn mit einschließt, wirklich von Grund aus frei sein kann von Angst. Denn Angst, wie ich beobachtet habe, ist etwas Furchtbares. Es verdunkelt die Welt, es zerstört alles. Und ich glaube nicht, dass wir die Angst, die eines der Prinzipien des Lebens ist, diskutieren können, ohne auch die Bedeutung des Vergnügens zu erforschen. Sie sind die zwei Seiten derselben Medaille. Angst und Vergnügen sind zwei Seiten derselben Medaille. Nehmen wir also zuerst die Angst. Da gibt es sowohl bewusste als auch unbewusste Ängste. Ängste, die wir beobachten können, die abgestellt werden können, und Ängste, die in den Tiefen unseres Bewusstseins verwurzelt sind. Auf der unbewussten Ebene. Auf den tieferen Ebenen. Wir müssen also beide berücksichtigen. Nicht nur die offensichtlichen äußeren Ängste, sondern auch die tiefsitzenden, unentdeckten Ängste. Die Ängste, die uns vererbt worden sind. Traditionelle Ängste. Uns wird gesagt, dass wir uns was wir zu fürchten haben. Und ebenso Ängste, die der Geist selbst geschaffen und gepflegt hat. In unserem eigenen Leben und auch in Beziehung zu anderen. Ängste physischer Unsicherheit, einen Job zu verlieren, eine Position zu verlieren, überhaupt etwas zu verlieren, nichts zu besitzen und so weiter. Wenn wir also diese Frage erörtern, Sie und ich, wie sollen wir an sie herangehen? Nehmen wir zuerst die äußeren, die offensichtlich physischen Ängste, und dann von dort aus befassen wir uns mit den inneren, und decken so das gesamte Feld ab. Nicht nur die kleinen Ängste einer alten Dame, eines alten oder eines jungen Mannes, sondern wir befassen uns mit dem gesamten Problem der Angst. Nicht nur ein Blatt oder ein Zweig der Angst, sondern die ganze Entwicklung, Bewegung der Angst. Jetzt sind wir wieder bei dem Wort Bewegung. Die ganze Bewegung der Angst. Äußerlich, physisch, ist es klar, dass wir Sicherheit haben müssen. Physische Sicherheit. Das heißt, Nahrung, Kleidung und ein Dach über dem Kopf sind absolut notwendig. Nicht nur für die Amerikaner, sondern für die ganze Menschheit. Es ist nicht gut genug zu sagen, die Hauptsache ist, wir haben Sicherheit, der Rest der Welt interessiert uns nicht. Die Welt sind Sie und Sie sind die Welt. Sie können sich nicht isolieren und sagen, Hauptsache ich bin sicher,
und sich nicht um die anderen kümmern. Sicherheit auf Kosten der anderen. Das führt zu Trennung, Konflikt und Krieg. All das wird dadurch geschaffen. Physische Sicherheit ist für das Gehirn notwendig. Das habe ich bei mir selbst und bei den anderen beobachtet. Ich bin zwar kein Gehirnspezialist oder Neurologe, aber ich habe beobachtet, nur in absoluter Sicherheit funktioniert das Gehirn, leistungsfähig und gesund, ohne neurotisch zu sein. Und seine Tätigkeiten werden nicht einseitig. Das Gehirn braucht Sicherheit, genau wie ein Kind Sicherheit braucht. Diese Sicherheit wird verneint, wenn wir uns absondern. Die Amerikaner, die Russen, die Inder, die Chinesen. Nationale Trennung hat diese Sicherheit zerstört. Durch Kriege. Kriege sind eine physische Barriere. Das ist eine physische Tatsache und doch sehen wir das nicht. Regierungen mit ihren Armeen, ihrer Marine und so weiter zerstören die Sicherheit. Sehen Sie, worauf wir hinaus wollen, zu zeigen, wie dumm der Verstand ist. Er will Sicherheit und er muss diese Sicherheit haben und doch tut er alles, um diese Sicherheit zu zerstören. Das ist also eine Sache. Und den Faktor der Sicherheit gibt es auch im Beruf, entweder in einer Fabrik, in einem Geschäft oder als ein Priester in seinem Amt. Und dadurch wird Beschäftigung sehr wichtig. Verstehen Sie nun, was das alles nach sich zieht. Wenn ich meinen Beruf verliere, bekomme ich Angst. Und dieser Beruf hängt ab von der Umwelt, der Produktion, dem Geschäft, der Fabrik, von allen Wirtschafts- und Konsumfaktoren. Und daraus resultiert Wettbewerb mit anderen Ländern. Frankreich wünscht sich zu isolieren, was gerade passiert. Wir brauchen also physische Sicherheit und wir tun alles, um sie zu zerstören. Wenn jeder von uns sagte, lasst uns doch alle zusammenkommen, nicht mit Plänen, weder mit meinem Plan noch Ihrem, noch dem kommunistischen oder Maos Plan, lasst uns als menschliche Wesen zusammensitzen und dieses Problem lösen. Wir könnten es tun. Wissenschaft hat die Mittel, die Menschheit zu ernähren. Aber sie wollen es nicht, weil sie gemäß ihrer Konditionierung so handeln, dass sie die Sicherheit zerstören, die sie suchen. Das ist einer der wichtigsten Faktoren im Bereich physischer Sicherheit. Dann gibt es die Angst vor körperlichen Schmerzen. Körperliche Schmerzen in dem Sinne, dass man Schmerzen hatte, sagen wir letzte Woche. Und der Verstand hat Angst, dass dies wieder passieren könnte. Das wäre also diese Art von Angst. Das ist sehr interessant in Bezug auf das Phänomen körperlicher Schmerzen, weil nicht die neurologische Reaktion erinnert wird, sondern das Gefühl, das am Geschehen teilnimmt. Ja, da haben wir also diese Art von Angst. Dann gibt es die Angst vor anderer Leute Meinung, was Leute sagen, öffentliche Meinung, der gute Ruf.
Sehen Sie, all dieses ist aus Verwirrung heraus entstanden. Wir haben schon darüber gesprochen. Kann der Verstand physische Sicherheit zu Wege bringen, wie Nahrung, Kleidung und Unterkunft für jeden? Kann das getan werden, nicht als Kommunist, Kapitalist, Sozialist oder Maoist? Können wir uns zusammensetzen, als Menschen, um dieses Problem zu lösen? Es kann getan werden, aber niemand will es tun, weil keiner sich dafür verantwortlich fühlt. Ich weiß nicht, ob Sie jemals in Indien gewesen sind. Wenn Sie wie ich von Stadt zu Stadt, von Dorf zu Dorf gereist wären, würden Sie die erschreckende Armut sehen, die Erniedrigung durch Armut. Und das Gefühl von Hoffnungslosigkeit. Ob man in Moskau, Indien oder sonst wo lebt, überall gibt es diese Ängste. Und wie soll man damit umgehen? Sofern der Geist nicht wirklich frei von Angst ist, tatsächlich, nicht verbal oder ideologisch, sondern absolut frei von Angst. Und ist es möglich, total frei von Angst zu sein? Und ich sage dies nicht als Theorie, sondern ich weiß es, ich habe es untersucht, tatsächlich. So, wie soll ich jetzt damit umgehen? Ich frage mich selbst, was ist diese Angst? Nicht die Objekte der Angst oder die Äußerungen der Angst. Was ist Angst? Wie entsteht sie? Wenn ich Ihnen durch unsere Unterhaltung bis hierher gefolgt bin, würde ich es für einen anderen Ausdruck der ungeordneten Beziehung des Beobachters zu dem Beobachteten halten. Was heißt das? Was sagen Sie damit? Schauen Sie, ich will doch das Problem nur klarer machen. Der Mensch hat versucht, eine Angst nach der anderen abzumildern oder zurechtzustutzen, durch Analyse, durch Flucht. Durch Identifizierung seines Selbst mit etwas, das er als Mut bezeichnet. Oder er sagte sich, ich kümmere mich nicht darum. Ich rationalisiere meine Ängste und bleibe auf der Ebene vernunftmäßiger, intellektueller, verbaler Erklärungen. Aber die Bombe tickt weiter. Was soll ich also tun? Was ist Angst? Wenn ich das nicht herausfinde, nicht weil Sie es mir sagen, sondern es selbst herausfinde, so wie ich selbst herausfinde, dass ich Hunger habe, niemand muss mir sagen, dass ich Hunger habe, ich selbst muss es herausfinden. Ich versuche nicht zu rationalisieren, vernunftmäßig zu erklären. Ich analysiere nicht, weil Analyse wirkliche Lähmung ist. Wenn Sie sich bei der Konfrontation mit einem Problem wie diesem nur analysieren und sich um sich selbst drehen und dann auch noch Angst haben, nicht richtig analysieren zu können und darum zu einem Analytiker gehen, der selber einer Analyse bedarf, sitzen Sie in der Klemme. Ich werde also nicht analysieren, weil ich die Albernheit darin erkenne, verstehen Sie? Ich werde nicht davonrennen. Kein Aufgeben. Keine Erklärungen. Keine Rationalisierungen, keine Analyse. Ich stehe der Angst gegenüber. Und was ist Angst?
Da gibt es die unbewussten Ängste, von denen ich nichts weiß. Sie äußern sich gelegentlich selbst, wenn ich aufmerksam bin. Ich sehe sie in mir aufsteigen, wenn ich aufmerksam bin, wenn ich beobachte oder wenn ich etwas anschaue, steigt es empor, uneingeladen. Es ist wichtig für den Geist, von Angst total frei zu sein. Es ist wesentlich, so wie Nahrung wesentlich ist. Es ist für den Geist wesentlich, frei von Angst zu sein, was dann auch äußerlich sichtbar ist. Nun frage ich, was sind diese versteckten Ängste? Kann ich sie bewusst einladen, an die Oberfläche zu kommen? Verstehen Sie? Oder kann das Bewusste das nicht berühren? Verstehen Sie? Das Bewusste kann sich nur mit den Dingen befassen, die es kennt. Aber es kann die Dinge, die es nicht kennt, nicht beobachten. Was soll ich also tun? Träume? Träume sind nur die Fortsetzung dessen, was während des Tages passiert ist. Sie setzen dies in unterschiedlicher Form fort. Wir werden das im Moment nicht weiter untersuchen. Wie soll das alles geweckt und freigelegt werden? Die rassischen Ängste. Die Ängste, welche die Gesellschaft mich gelehrt hat. Die Ängste, die die Familie auferlegt hat, der Nachbar. Alle diese schleichenden, hässlichen, brutalen Dinge, die da versteckt sind. Wie sollen sie alle auf natürliche Weise aufsteigen und freigelegt werden, sodass der Geist sie als Ganzes erkennen kann, verstehen Sie? Sehen Sie, was ich entdeckt habe. Der bewusste Verstand, das bewusste Denken kann die versteckten Ängste nicht einladen und freilegen. Ich kann sie nicht analysieren, weil Analyse, wie wir sagten, Untätigkeit ist. Und wenn es kein Ausweichen gibt, werde ich nicht in eine Kirche rennen oder zu Jesus, zu Buddha oder sonst irgendjemandem. Oder mich selbst mit etwas anderem identifizieren. Ich habe das alles beiseite gestellt, weil ich deren Nutzlosigkeit verstanden habe. Nun bin ich mit dem Problem allein gelassen. Es ist mein Baby. Was werde ich also tun? Irgendetwas muss passieren. Ich kann nicht nur sagen, gut, ich habe alles zur Seite geschoben und nun sitze ich hier. Sehen Sie, was nun passiert. Weil ich all dieses beiseite geschoben habe, durch Beobachtung, nicht durch Widerstand, nicht durch Gewalttätigkeit, weil ich all diese Dinge verneint habe, wie Ausweichen, Analyse, Davonlaufen und so weiter, daher habe ich Energie, nicht wahr? Der Geist hat jetzt Energie. Jetzt hat er sie, ja. Weil ich alle Dinge beiseite geschoben habe, die die Energie verbraucht haben. Die Energie fließt. Darum bin ich jetzt dieses Ding. Ich bin damit konfrontiert. Konfrontiert mit der Angst. Was kann ich jetzt tun? Hören Sie zu, Sir. Was kann ich tun? Ich kann überhaupt nichts tun. Weil ich es bin, der die Angst geschaffen hat. Die öffentliche Meinung und so weiter. Ich kann also nichts gegen die Angst tun.
Aber es gibt die Energie, die sich ansammelte, die zustande gekommen ist, als alle Zerstreuung von Energie geändert hatte. Was geschieht nun? Dies ist nicht irgendein Hokuspokus, eine Art mystische Erfahrung. Es gibt wirkliche Angst und ich habe ungeheure Energie, die dadurch entstanden ist, dass es keine Verschwendung von Energie mehr gibt. Was passiert? Ich frage also, was hat die Angst geschaffen? Was hat sie hervorgebracht? Wenn ich die Energie habe, diese Frage zu stellen und die Antwort auf diese Frage zu finden, ich habe jetzt Energie, verstehen Sie? Was hat es zustande gebracht? Sie, mein Nachbar, mein Land, meine Kultur? Ich stelle die Frage, was die Angst in mir wachgerufen hat, in meinem Bewusstsein. Ich sollte dieses Wort nicht gebrauchen, weil wir das auf eine andere Weise angehen müssen. Was hat diese Angst wachgerufen? Und ich werde davon nicht ablassen, bis ich es herausgefunden habe, verstehen Sie? Weil ich jetzt die Energie dazu habe. Ich hänge von keiner Person ab, noch von einem Buch, noch einem Philosophen, von niemandem. Würde es nicht so sein, dass mit dem Fließen der Energie die Frage selbst verschwindet? Und mir wird die Antwort langsam klar. Ich stelle die Frage nicht. Und ich finde die Antwort. Was ist nun die Antwort? Es könnte keine akademische Antwort sein, keine Beschreibung von etwas. Ein Wandel im Sein hat sich ereignet. Was ist die Antwort auf diese Tatsache der Angst? Die von Generation zu Generation erhalten, genährt und weitergegeben worden ist. Kann also der Verstand, der Geist, diese Angst, deren Bewegung beobachten? Nicht nur einen Teil der Angst, sondern die Bewegung. Sie beobachten, ohne das Denken, das den Beobachter geschaffen hat. Kann man also diese Tatsache beobachten, die ich Angst genannt habe? Weil ich sie erkannt habe, der Verstand sie erkannt hat, weil er schon früher Angst gehabt hat. Durch Wiedererkennen also stellt er fest, es ist Angst. Ja, das hört nie auf. Kann also der Geist, der Verstand, ohne den Beobachter, der der Denker ist, beobachten? Nur diese Tatsache beobachten. Das heißt, kann der Beobachter, der das Denken ist, kann der Beobachter als der Denkende all das produziert haben? Das Denken hat also all das produziert. Richtig?
Ich habe Angst vor meinem Nachbarn, vor dem, was er sagt, weil ich um mein Ansehen fürchte. Und das ist Teil des Denkens. Denken hat die Welt in Amerika, Russland, Indien, China und so weiter aufgeteilt. Und das zerstört die Sicherheit. Das ist das Resultat des Denkens. Ich bin einsam und handle darum neurotisch, was also auch das Produkt des Denkens ist. Ich sehe also sehr klar, dass das Denken hierfür verantwortlich ist. Was wird also mit dem Denken passieren? Das Denken ist dafür verantwortlich. Es hat sie genährt, gestärkt und ermutigt. Es hat alles getan, Angst zu erhalten. Ich fürchte, dass der Schmerz, den ich gestern hatte, morgen wiederkommen wird, was die Bewegung des Denkens ist. Kann also das Denken, das nur auf dem Gebiet des Wissens funktionieren kann, denn das ist sein Fundament. Und Angst ist jedes Mal etwas Neues, niemals alt. Durch Wiedererkennen wird es alt. Kann der Verstand während des Prozesses des Wiedererkennens, das eine Verbindung von Worten und so weiter ist, kann der Verstand dieses ohne das Dazwischentreten des Denkens beobachten? Wenn er es tut, gibt es keine Angst. Was mich verblüffte, während ich hier saß und Ihnen gespannt zuhörte, war, dass Denken und Angst sofort verschwanden. Angst kann also demnach vollständig beiseite gelegt werden. Wenn ich in Russland lebte und man mir mit dem Gefängnis drohen würde, hätte ich vermutlich Angst. Das ist natürliche Selbsterhaltung. Das ist natürliche Angst, so wie man zur Seite springen würde, wenn ein Bus auf einen zuraste, oder wie man vor einem gefährlichen Tier wegliefe, was alles dem natürlichen Selbsterhaltungstrieb entspringt. Das ist keine Angst. Es ist eine Reaktion der Intelligenz, die handelt und sich sagt, lauf um Gottes Willen vor dem rasenden Bus weg. Aber all das andere sind Produkte des Denkens. Kann also das Denken sich selbst verstehen, seinen Platz kennen und sich darum nicht selbst projizieren? Keine Kontrolle, das ist ein Gräuel. Wenn Sie das Denken kontrollieren, wer ist der Kontrolleur? Wieder ein Bruchstück des Denkens. Das ist ein Teufelskreis, ein böses Spiel, das Sie mit sich selber spielen. Kann also der Verstand ohne die Bewegung des Denkens beobachten? Das ist nur möglich, wenn Sie die ganze Bewegung der Angst verstanden haben. Verstanden, sie betrachtet haben, nicht analysiert. Es ist etwas Lebendiges, darum muss man es ansehen. Nur etwas Todes kann man analysieren und zerlegen, es herumstoßen. Etwas Lebendiges muss man beobachten. Das ist erschreckend. Denn am Ende unseres letzten Gespräches kamen wir zu dem Punkt, wo wir eine Situation angenommen haben, wo jemand zu sich selbst sagte,
Ich glaube verstanden zu haben, was ich gehört habe. Und nun werde ich es ausprobieren. Und dann hält die Angst sich selbst einen Spiegel vor. Und man sieht sich plötzlich von einer Welt von Spiegeln umringt. Wenn Sie ein gefährliches Tier sehen, sagen Sie nicht, ich werde darüber nachdenken. Sie laufen. Sie handeln. Denn dort wartet die tödliche Vernichtung. Das ist der Selbsterhaltungstrieb, der Intelligenz ist, der Ihnen sagt, sich in Sicherheit zu bringen. Bei dem, was Sie erwähnten, benutzen wir die Intelligenz nicht. Die Intelligenz handelt, wenn wir all diese Ängste angesehen haben. Ihre Bewegungen, ihr Inneres, ihre Hinterlist, die gesamte Bewegung. Daraus entsteht Intelligenz und sagt, ich habe es verstanden. Es ist großartig, wundervoll. Wir wollten noch etwas über das Vergnügen sagen. Ja, darüber muss noch gesprochen werden. Also sehen Sie, wir sagten, es gibt physische Ängste und psychologische Ängste. Beide hängen miteinander zusammen. Und die Wechselbeziehung und das Verstehen dieser Beziehung schafft diese Intelligenz, die auf der physischen Ebene handeln wird. Sie wird sagen, lasst uns dann zusammenarbeiten, kooperieren, um den Menschen zu helfen, verstehen Sie? Wir wollen nicht national, nicht religiös und sektiererisch sein. Wichtig ist, den Menschen zu ernähren, zu kleiden und ihm die Möglichkeit, zu einem glücklichen Leben zu schaffen. Leider ist unsere Lebensweise so ungeordnet, dass wir für nichts anderes Zeit haben. Unsere Unordnung frisst uns auf. Leben bedeutet all das. Freiheit, Ordnung, Unordnung, Kommunikation, Beziehung, Verantwortung. Das alles ist Leben. Wenn wir nicht verstehen, wenn wir sagen, damit will ich nichts zu tun haben, dann leben wir nicht, dann sterben wir. Welchen Stellenwert hat das Wissen in der Erneuerung des Menschen? Sehen Sie, unser Wissen sagt, du musst von anderen getrennt sein. Du bist ein Amerikaner, ich bin ein Hindu, das ist unser Wissen. Unser Wissen sagt, wir müssen uns auf unseren Nachbarn verlassen. Weil er weiß, er wird respektiert. Gesellschaft bedeutet Ansehen, Gesellschaft bedeutet Moral. Das akzeptieren Sie also. Das Wissen hat all diese Faktoren hervorgebracht. Und plötzlich erzählen Sie mir oder fragen mich, welchen Platz hat Tradition? Welchen Platz hat das in Jahrtausenden angesammelte Wissen? Das angesammelte Wissen in Naturwissenschaft, in Mathematik, das ist wichtig. Aber welchen Stellenwert nimmt das Wissen ein, das ich durch Erfahrung gesammelt habe? Durch menschliches Streben von Generation zu Generation. Welchen Platz hat es in der Umwandlung von Angst? Keinen, überhaupt keinen. Aufgrund dessen, was wir vorher erreicht haben, bis hin zu dem Zeitpunkt, wo dies auch erfasst wurde, schwinden das Denken, das als Fragment tätig war, und die Angst. Und es ist nicht so, dass etwas seinen Platz nacheinander einnimmt. Nein, nichts nimmt seinen Platz ein. Das heißt nicht, dass es dort eine Leere gibt. Wissen ist wichtig, um Englisch zu sprechen oder ein Auto zu fahren und so weiter.
Aber dieses Wissen wird zu Unwissenheit, wenn wir versuchen zu verstehen, was tatsächlich ist. Was ist, ist diese Angst, diese Unordnung, diese Unverantwortlichkeit. Um das zu verstehen, benötigen Sie kein Wissen. Alles, was Sie tun müssen, ist zu schauen. Schauen Sie nach draußen, schauen Sie nach innen. Dann erkennen Sie, dass Wissen überflüssig ist, dass es keinen Wert in der Umwandlung oder Erneuerung des Menschen hat. Weil Freiheit nicht aus Wissen geboren ist. Freiheit ist nur dort, wo es keinerlei Bürden gibt. Nach Freiheit müssen Sie nicht suchen. Sie kommt, wenn es das andere nicht gibt.